Das kommt aus Hamburg. Dankeschön. Komm in den Ellbogen rein, schön. Komm, nicht so lange warten, Jan. Komm, aggressiv dran, komm. Rot dich zurück, Fraktion Rot. Aggressiver die Fassade, du musst rein, komm, bewegen. Raus erst mal, ruhig, ruhig raus, jawohl. Komm, 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 wieder rein zum Korb. Nur nicht warten, komm, weiter ringen. Fassad verbessern, jetzt gehst du rein, jetzt bist du drin, komm. Ja. Und jetzt, komm, Bewegung, Bewegung. Bleib dran da. Johannes, herzlichen Glückwunsch zum Deutschen Meister. Als du Freitag angereist bist, war das für dich so klar oder nicht unbedingt, dass du heute hier Deutscher Meister bist? Ja, klar, ist von vornherein ähnlich. Ich weiß, dass ich für mich alles getan habe, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Und dann galt es halt nur noch, die Sachen vom Training hier umzusetzen. Und hat halt am Ende geklappt, war schön. Als der Schlusspfiff kam und der Kampf rum war und du dann registriert hast, okay, du bist Deutscher Meister, kann man das Gefühl, was da durch einen geht, mit Worten beschreiben oder ist sehr schwierig? Ja, ein Gefühl mit Worten beschreiben, keine Ahnung. Das war halt Freude pur, weil der Wunsch, Deutscher Meister zu werden, erstmal in Erfüllung gegangen ist. Ist eigentlich jetzt dein erster Deutscher Meistertitel? Hast du schon mal früher in der B-Jugend schon mal Meistertitel? Mein dritter Deutscher Meistertitel. Ich war zweimal in der B-Jugend. Bist du nächstes Jahr auch nochmal Kadetten oder musst du dann schon in... Ist das für dich eher ein bisschen so das Problem? Weil viele sagen, Mensch, der Sprung in die nächste Halle, das ist eher schwierig oder siehst du es ganz locker dann? Ja, der mag schwierig sein, aber ist auch eine Herausforderung, die ich gerne annehme. Weißt du noch, seit wann du angefangen hast mit dem Ringen ungefähr? Mit wie vielen Jahren oder so ungefähr? Vielleicht vor 10 Jahren war das ungefähr, circa, ja.
Was war der Grund damals? War es ein Kumpel? Waren es die Eltern? Wie bist du denn drin gekommen? Vom Kindergarten so eine Ausschreibung und dann habe ich gedacht, gucke ich halt mal im Training vorbei und es hat mir dann gefallen, dann bin ich dabei geblieben. Johannes, alles das Gute, einen guten Weg nach Hause. Wie lange fährt man jetzt noch bis nach Hessen zu euch? Wenn es schnell geht, 1,5 Stunden ohne Stau. Was meinst du, wird es da noch einen Empfang geben für dich oder nicht? Was glaubst du? Ja, also es gibt noch einen Empfang vom Verein her und dann war es das erstmal. Alles Gute, bis zum nächsten Jahr, Johannes. Dankeschön.